Leute, herzlich willkommen und hallo zur 10. Auflage der Buddybags. Buddybag X. Buddybags sind back. Lang ist ja, ich weiß gar nicht, wann wir die letzte Auflage hatten. Letztes Jahr irgendwann im Sommer, ne? Die Buddybags, Leute, es werden jetzt einige Leute sich fragen, was sind eigentlich die Buddybags? Und zwar sind die Buddybags quasi so Custom Booster, kann man sagen, von uns, ne? Genau. Von uns, für die als Community-Aktion, so gesehen. Und ja. Es wird spektakulär, weil es ist die 10. Auflage. Wir haben über 70 Rainbow Rares diesmal. Holy fuck, ey. Wir haben über 70 Full Art Supporter. Wir haben 50 Shinies. Also es passt gar nicht alles auf die Playmat. Also es ist extrem, was wir hier sind noch ein paar Full Arts. Wir haben noch ein paar. Wir haben fast 50 Secret Rares. Ja, auch so schöne Secret Rares. Wie Jubelball, kleiner Rest von den Rainbow, aber es sind noch mehr in der Verpackung. Wir haben jetzt so die Highlights mal rausgefischt und wir haben sogar Gold Shinies. Genau. Und generell, die Buddybags, wie sind die denn aufgebaut überhaupt? Ich habe ja mal so ein kleines Probo-Booster reingemacht, weil ihr habt natürlich nicht in jedem Booster so eine Karte. Genau. Ihr habt, sage ich mal, das ist jetzt so das Mindeste, was ihr quasi kriegt. Ne? Das wird so kriegt ihr das quasi und in jedem Buddybag sind quasi 3 Rares drin. Ne, ist richtig. Genau. Eine Reverse Rare. Genau. Und quasi der Hit-Slot. Genau. Das heißt, mindestens ist eine Holo drin in dem Falle. Meistens aber dann auch nur eine Promo-Holo. Und eben insgesamt eine von den Karten. Genau. Die Auflage sind 2000 Buddybags diesmal. Und wir haben praktisch 1000 Bags mit einer Holo oder einer Promo-Holo. Genau. Hier mal eins mit so einer Promo-Holo einfach mal hier. Beispielsweise dabei. Wunderschönes Evoli hier nehmen. In dem Fall. Oder eben eine mit 1000, also wir haben 1000 Hits. Also es sind sozusagen 1000 Holos und 1000 Hits in den Buddybags versteckt. Und ich denke mal, das sind ein paar echt krasse Hits. Das denke ich mal. Glurak V-Max in Shiny. Wir haben das Glurak aus Nacht in Flammen. In Rainbow Rare, ja. Die Karte, die wir nie für uns selber gezogen haben tatsächlich. Glurak und Rutena in Rainbow. Also wir haben hier so einige spektakuläre Karten. Ja, Mann, wir haben zum Beispiel hier von den Fullarts, das ist ein Cynthia zum Beispiel dabei. Generell die ganzen Rainbow Rares. Wie gesagt, es ist eine Hülle und Fülle an Karten eigentlich am Start. Wir kriegen es jetzt einfach. Guck mal hier, oh, Alter, Cynthia, Katalea. Ich habe mir die meisten Karten noch gar nicht richtig angeguckt, weil du die jetzt zusammen gebastelt hast, aber hier sind schon einige geile Karten dabei. Und ja, die ganzen sind noch nicht jetzt im Shop und zwar werden die jetzt am Mittwoch, am 12. Mai um 20 Uhr im Shop sein. Genau. Das heißt, es wird auch kein Limit geben, das heißt, ihr könnt so viele kaufen, wie ihr Bock drauf habt. Ein Buddybag wird wie die letzte Auflage auch 6,99 € kosten. Und ja. Genau. Gibt eigentlich nicht mehr viel dazu. Das ist eigentlich großartig so. Außer, dass ich mich diesmal selbst übertroffen habe. Wie gesagt, du kannst ja nochmal so zwei Demo-Booster, wie gesagt. Einer, beziehungsweise irgendjemand wird dann mal das Glurak auch dabei haben. Oder und hier das alternative Darkrai ja, und Nachtara. Auch so geile Karten, wie gesagt. Schon einige schöne Karten hier drin. Ja, vielleicht jetzt Glurak, wie Max. Aber wäre schon ganz geil. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, würde uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr Feedback da lassen würdet. Weil das war immer ganz nett, die letzten Folgen. Und wir hoffen natürlich, dass es auch gut ankommt. Und wir freuen uns darauf. Wie gesagt, der Link zu der ganzen Aktion ist schon mal unten in der Beschreibung. Wie gesagt, die sind dann um die Zeit Mittwoch. Guck mal, hier so schöne Karten. Alter, das sind auch so geile, bunte, gleichgesinnten Karten. Wir haben noch Karten hier aus Majesteter Drachen. Wir haben hier noch Rainbows aus Ultra Prisma mit Vollipurbe. Also es sind schon einige schöne Karten dabei. Ja, hier zum Beispiel mal ein paar von den genau, Regular Hits natürlich wie gesagt. Natürlich auch. Ja. Und, warte. Wie gesagt, halt auch einfach, das sind halt so die Promo-Holos. Wie schon gesagt, das sind halt einige Holos da am Start, aber dann halt auch einige normale Set-Karten. Wie gesagt, das ist halt so das, was ihr mindestens drin habt mit den 2 Rare-Karten und der Reverse Rare. Und ja, wie gesagt, zu der Zeit kommt dann am Mittwoch nochmal ein kleines Infovideo, dass die Sachen dann jetzt auch definitiv live sind. Und ja, dann würde ich noch was sagen. Würde uns natürlich sehr freuen, wenn ihr vielleicht Videos oder so oder auf Insta uns zeigt, was ihr dann cool, da rausholt. Ja. Weil es ist immer sehr spannend dann zu sehen, was ihr so gezogen habt. Ja, Mann. Und alle Karten sind natürlich deutsch. Ja, deutsch und Nier Mint natürlich. Also da brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden. Beziehungsweise haben wir die letzten Mal natürlich auch immer gesagt, deswegen auch hier wieder dazu. Keine englischen Sachen, keine japanischen Sachen, wirklich nur deutsche Nier Mint Karten, wie aus dem Booster gerade geangelt, so gesehen. Yes. Und ja. Ich glaube, das war alles so, ne? Das war alles, ja. Ich hoffe,
Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Wie gesagt, nochmal großes Dankeschön für den ganzen Support die letzten mehr als 3 Jahre jetzt mittlerweile auf dem Channel, wo wir die Bags auch tatsächlich machen. Ne? Mhm. Deswegen die 10. Jubiläumsversion mit den 2000 Stück. Ich hoffe mal, ihr habt da Bock drauf und ja. Ich hab Bock. In dem Sinne. Oh, hier guck mal, Garados noch. Bin ich mal gespannt, wie die weggehen. Wie gesagt, der Versand könnte vielleicht ein paar Tage länger dauern, dadurch, dass wir halt einige da haben. Deswegen habt ihr auf jeden Fall Geduld. Aber ja, das wäre es dann eigentlich gewesen. Also bis Mittwoch dann. Ne? Yes, ich bin gespannt, was dann da abgeht. Ja, Mann. Bis dann. Ciao. Ciao.